Ja, also Sie sehen, wie lebendig das Parlament ist, wenn auch schon von Seiten der Bundesregierung, des Ministeriums uns die Änderungsanträge formuliert werden, wird das sicher eine spannende Debatte, die wir im Ausschuss und in den weiteren Beratungen im Parlament zu der Thematik führen werden. Es war gestern eine eindrucksvolle Buchlesung, die ich im Paul-Löbe-Haus miterlebt habe mit Janis McDavid, 24 Jahre studiert, Wirtschaftswissenschaften in Wittenherdecke. Er ist ohne Arme, ohne Beine geboren und er zeigt, welches Potenzial, welche Lust am Leben in ihm steckt. Und sein Buch, Dein bestes Leben, das in den nächsten Tagen auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt wird, birgt auch sein Motto, nämlich der Mut, über sich hinauszuwachsen. Er berichtet von Weltreisen, seinen sozialen, kulturellen Aktivitäten und auch über die Normalität, mit der ohne Arme und Beine geboren ist, die Welt wahrnimmt. Politik ist oft stark in der Theorie, aber blutleer, wenn sie sich nicht solchen Geschichten und solchen Menschen nähert. Und deshalb ist auch eine solche Geschichte so wichtig für die politische Debatte, die wir in den nächsten Wochen, Monaten miteinander führen werden. Auch die beste Medizin gegen Barrieren, die noch stärker in den Köpfen als in manchen Großstädten vorhanden sind. Wir brauchen ja Zustände und Gesinnungsreform. Dies ist ein Thema, das nicht nur den Bund angeht, sondern alle Facetten und alle Ebenen unserer Gesellschaft. Und deshalb ist auch das Behindertengleichstellungsgesetz, das nach 14 Jahren renovierungsbedürftig ist, auch ein Gesetz, das sich nicht alleine auf die Bundesebene, sondern auch letztendlich an alle Facetten der Gesellschaft widmet, das heißt an die Landesebene, an die kommunale Ebene und auch in Fragen der Wirtschaft. Es konkretisiert den mehrfach hier benannten Artikel im Grundgesetz, wonach niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Und es geht auch um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die prozesshaft und allmählich immer weiter in nationales Recht dann auch ihren Widerklang findet. Wir haben 10 Millionen Menschen, die beeinträchtigt sind in ihrem Lebensumfeld. Ihre Lage wollen wir verbessern. Der Bund geht dabei voran. Er fördert auch heute schon barrierefreies Bauen. Wir haben beispielsweise, wenn Geld angesprochen wird, Mittel 670 Millionen Euro für barrierefreie Innenstädte. Die Mittel werden nicht umfassend abgerufen. Wir haben ein 5-Milliarden-Programm, auch über die KfW, mit dem dann auch Mittel abgerufen werden können, um öffentliche Gebäude, um Arztpraxen und anderes barrierefrei zu gestalten. Das heißt, Geld ist ausreichend vorhanden, um Barrierefreiheit zu leben. Es muss nur entsprechend, da der Bund sie Gelder mobilisiert hat, abgerufen werden. Und das bedeutet auch, 70% der Investitionen sind auf kommunaler Ebene, dass wir auch in den Stadträten darüber diskutieren müssen, dass hier auf der einen Seite eine Finanzierung ist, auf der anderen Seite auch ein Bedarf, den wir miteinander auch decken wollen. Auch bei dem Thema Drittmittel werden wir bei dauerhafter Förderung von Institutionen die Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung einfordern. Dabei geht es um Neubauten, es geht generell auch um Altbauten, nicht die umgerüstet werden müssen. Aber es geht nicht nur um Rampen. Und wir wissen, eine Rampe in der Nähe einer von Treppen, das ist nicht nur gut für den Rollstuhlfahrer, es nutzt auch den Eltern mit ihren Kinderwagen, es nutzt auch den Radfahrern, es nutzt auch dem älteren Menschen mit dem Rollator, es nutzt auch dem Skateboardfahrer. Es geht im Grunde um lebensnahe, um vitale, menschengerechte Innenstädte, die wir entwickeln wollen und dazu auch die Gelder bereitstellen. Und wir werden letztendlich auch diejenigen berücksichtigen müssen, die eben zum Aufzug finden müssen, indem man kontrastreich dann auch die Wege beschildert. Oder wie ich das im ICE letzte Woche dann erlebt habe, dass man auch den Bildschirm stärker nutzt, um diejenigen, die eben hörgemindert sind, dann auch über den Bildschirm zu informieren, welche weiteren Etappen da sind. Auch da wird innerhalb der Deutschen Bahn jetzt nachgerüstet und entwickelt für diejenigen, die sinnesbeeinträchtigt sind. Wir wollen letztendlich mit dem Behindertengleichstellungsgesetz auch die Gebärdensprache, die ja staatlich anerkannt ist, durch das Gesetz weiter aufwerten. Dazu könnte auch gehören, dass man eine solche Debatte oder generell Kerndebatten hier im Parlament zu den Themen auch mal bei Phoenix im Erlebniskanal mit Dolmetscher oder mit Gebärdensprache überträgt. Da hätten wir auch einen sehr guten ersten Einstieg als Bundestag, dies dann auch über die Medien zu transportieren. Aber es gehört auch dazu, dass wir Gebärdensprache dann in den Curricula
der Lehrerausbildungen stärker verankert, dass dort auch in den Schulen, in den Hochschulen, in den Volkshochschulen die Gebärdensprache stärker gefördert wird, damit sie sich insgesamt weiter durchsetzen kann. Die leichte Sprache, ein wunderbares Beispiel von Gabriele Lösekrug-Möller. Also ich werde es noch mal in Ruhe nachlesen, aber es geht ja auch dort nicht nur alleine um Menschen, die eine geistige Behinderung haben. Es geht, also der Verband der Volkshochschulen sagt, wir haben 7,5 Millionen Menschen in unserem Lande, die strukturelle Analphabeten sind, die zwar unterschreiben können, die Worte begreifen, aber eben nicht im Zusammenhang die Nachrichten verstehen. Und deshalb ist auch leichte Sprache und die Förderung so ein wichtiger Punkt, den wir uns vornehmen sollten. Und wenn wir sagen, wir können sicher nicht bei der Agentur für Arbeit und bei der Rentenversicherung und bei der Krankenversicherung, das, was Bundesbehörden sind, jetzt alle Bescheide in leichter Sprache formulieren, aber eine Erläuterung beilegen in leichter Sprache, das muss möglich sein und das ist ein wichtiger Schritt, ein ambitioniertes Ziel, dem wir uns gemeinsam stellen. Was heißt ambitioniert in leichter Sprache? Also es ist ein sehr, sehr großes Ziel, dem wir uns gemeinsam stellen werden. Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender, und es gilt ja auch das Kaudascher Prinzip im Deutschen Bundestag. Das Kaudersche Prinzip, dass kein Gesetzentwurf das Parlament so verlässt, wie er eingebracht worden ist. Also, das heißt, wir haben das Recht als Parlament, Gesetzentwürfe der Bundesregierung weiter. Wir können uns vielleicht darauf verständigen, es ist das Dreggersche Prinzip, das ich noch aus den 80er Jahren kenne vom Deutschen Bundestag als Mitarbeiter. Wir haben selbstbewusste Parlamente und die Abgeordneten werden ihre Möglichkeiten nutzen. Ich finde es wichtig, dass wir ein Modell vorhaben, wie eben die Fachstelle für Barrierefreiheit nach 5 Jahren nicht einfach auslaufen lassen, sondern sie verstärkt bei der Knappschaft anbinden, sodass sie logistisch stärker unterstützt wird und dass sie dauerhaft gesichert ist als Beratungsinstitut für Private, für Kommunen, für öffentliche Einrichtungen, wenn es um Barrierefreiheit geht. Um Modelle der Barrierefreiheit geht, die soll letztendlich dann auch einen europäischen Ausgleich, was passiert in Schweden, in Norwegen, in anderen Ländern, in Österreich zu der Thematik, als Sammelstelle dann auch funktionieren, sodass jeder, der entsprechende Projekte vorantreiben wird, bei dieser Fachstelle für Barrierefreiheit entsprechende Konzepte abrufen kann. Wir werden letztendlich auch mit unserem Reformansatz des Behindertengleichstellungsgesetzes auf die nationalen Aktionspläne der Bundesländer einwirken, auf die Landesbaurichtlinien in den Bundesländern. Das heißt, es ist ja kein Inselgesetz. Wir werden auch in den nächsten Wochen über das Teilhabegesetz miteinander reden, wo wichtige Elemente drin sind, die Stärkung der Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben, in den Verwaltungen, damit sie auch Inklusion in der Arbeitswelt besser dann organisieren können. Es muss sich auch in der Architektenausbildung wiederfinden, da sind wiederum die Bundesländer zuständig, damit eben Architekten nicht nur ihrem Schönheitsideal, wenn sie Gebäude dann skizzieren, frönen, sondern auch ein Stück weit diese Menschengerechtigkeit in der architektonischen Entwicklung, die sie vorantreiben, mit berücksichtigen. Wir haben auch eine gute Nachricht von gestern. Der Bund hat sich mit den Ländern und auch den Integrationsämtern darauf verständigt, wie das 150-Millionen-Programm zur Förderung der Integrationsunternehmen jetzt umzusetzen ist. Auch da ist ein Stück weit mit der Vernetzung jetzt eine inklusive Arbeitswelt und Wirtschaft im Blick. Also wir vernetzen das Behindertengleichstellungsgesetz mit den weiteren Themen, die wir in den nächsten Wochen miteinander debattieren werden, der Schwerbehindertenvertretungen als auch dem Thema des Bundesteilhabegesetzes. Aber ich danke für die sachliche, für die konstruktive Diskussion. Der Prozess geht voran und es wird eine Besserung für die Menschen mit Behinderung geben. Das ist das Resultat. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank, Kollege Schummer. Das Wort hat Kerstin Tack für die SPD-Fraktion.